Westliche Agenten. Falsche Rothäute. Verkaufte Häftlinge. Und harmlose Fußballfans im Visier der Stasi. Die unglaublichsten Geschichten der DDR. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Wie das Ganze ausging, wissen wir. In der Nacht des 9. November 1989 fiel die Mauer in Berlin. Die durchaus reizvolle Idee eines Arbeiter- und Bauernparadieses, staatlich untermauert, war grandios gescheitert. Was der Alltag dieses Sozialismus freilich für die Menschen in der DDR konkret bedeutete, das offenbaren uns nun nach und nach die Aktenfunde aus den Giftschränken der Stasi. Dabei kommen regelrecht bizarr anmutende Geschichten an das Licht des Tages, über die man heute, mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Kollaps, fast schon wieder schmunzeln kann. Akribisch, all das recherchiert von unseren Detektiven der Geschichte. Unser erster Fall handelt vom Katz-und-Maus-Spiel mitten im Kalten Krieg. Die Stasi auf Agentenjagd 1978 in der DDR. Eine US-Militärpatrouille belauert heimlich einen Truppenübungsplatz. Filmaufnahmen der Stasi dokumentieren die Festnahme. Die Amerikaner versuchen zu fliehen, vergeblich. Jagdszenen wie diese sind im Osten fast alltäglich. Denn die Spione sind Offiziere der NATO und ihre Ausflüge ganz legal. Diese fantastische, diese einmalige Gelegenheit, in der DDR zu sein, als NATO-Offizier, als britischer NATO-Offizier, so gut wie möglich auszunutzen, um herumzugucken, herumzuschnuffeln. Möglich macht das eine Übereinkunft der Siegermächte 1945 in Potsdam. Sogenannte Militärverbindungsmissionen werden eingerichtet in den Besatzungszonen der anderen Mächte. Auch die DDR muss das dulden. Die Folge: 45 Jahre lang reisen über die Glienicker Brücke täglich britische, französische und US-Offiziere in die DDR ein, mit Pass und Erlaubnis der Sowjets. Für die Agenten in Uniform gilt Reisefreiheit. Bei den Militärparaden in Ost-Berlin sind sie immer dabei. Eine gute Gelegenheit für die Westoffiziere, sich auf den neuesten Waffenstand zu bringen. Und auf der Parade selber, da hat man mit verschiedenen Methoden versucht, die Besatzungen abzulenken. Also man hat zum Beispiel auf der linken Seite die hübscheren Damen langgeschickt und hat versucht, die Jungmänner auf die eine Seite zu locken, um auf der anderen Seite richtig auch an die Technik ranzugehen. Also ich selber habe das erlebt. Ende der 80er Jahre droht der Kalte Krieg wieder heiß zu werden. Das Wissen um die Stärken und Schwächen des Gegners ist für die Militärs entscheidend. Sieg oder Niederlage hängen davon ab. Die Offiziere der Militärverbindungsmissionen sind überall in der DDR unterwegs. Sie dürfen sich nahezu frei bewegen. Nur bestimmte militärische Sperrgebiete sind tabu. Doch Verbote interessieren die NATO-Offiziere nicht. Sie schleichen sich an Kasernen und Truppenübungsplätze heran, immer auf der Suche nach den neuesten Waffen von NVA und Sowjetarmee. Vor allem wollen sie wissen, wo die Atomraketen stationiert sind. Die Skat-Raketen bedrohen die NATO-Truppen im Westen. Die Ausrüstung der Agenten: Kameras, Kassettenrekorder, Ferngläser. Sind keine Panzer oder Raketen in Sicht, beobachten die Spione andere Tabuzonen. Die ansonsten so mächtige Stasi kann da nur zuschauen. Eine eigene Abteilung soll den ungeliebten Feind überwachen. Die Stasi-Agenten verfolgen die Westspione auf Schritt und Tritt. Zumindest versuchen sie es. Die sahen einfach wie die Stasi aus. Tut mir leid, aber die Schlapphunden sahen wie Schlapphunden aus. Man konnte sie von Weitem entfernt sehen. Die waren diejenigen mit den Trainers, mit den Jeansjacken. Die trugen auch Sonnenbrillen als Maßnahme gegen Identifikation, was absurd war manchmal, weil es überhaupt keine Sonne gegeben hat. Ein Lehrfilm der Stasi zeigt die perfekte Tarnung.
Es war wie ein Katz-und-Maus-Spiel, ein Hauch von dick und doof manchmal. Bei den Fahrten zu den Zielobjekten sind die MVM-Angehörigen bestrebt, sich einer möglichen Beobachtung zu entziehen. Beispiele sind das Halten auf Autobahnparkplätzen, verkehrswidriges Wenden auf Autobahnen. Die MVM, die Militärverbindungsmissionen, nehmen die Verfolgungsjagden oft sportlich, zum Leidwesen der Stasi. In vielen Fällen wird bewusst die Straßenverkehrsordnung verletzt. Auch werden Verkehrsgebote ignoriert. Wir sind rübergefahren, vor eine Lokomotive, manchmal ziemlich knapp vor eine Lokomotive. Ein Trick, den die Stasi eigens nachinszeniert für Schulungszwecke. Und da konnte Fopo oder Stasi-Wagen nicht hinterherfahren, die mussten dann warten. Besonders ärgerlich für die Stasi, nur russische Offiziere dürfen die Westspione festsetzen. Und die sind meistens freundlich. Bestrafung? Fehlanzeige. Am Ende werden die Spione freigelassen. Hier hilft der Ostoffizier höflich dem Westagenten beim Einladen seiner Spionageutensilien. Trotz aller James-Bond-reifen Jagdszenen, die Spionage der Alliierten bringt wichtige Erkenntnisse. Im Herbst 1983 registrieren die Westagenten in der DDR Alarmierendes. Bomber werden mit Atomwaffen beladen. In der Nacht auf den 8. November haben die Sowjets Nuklearbomber in Polen und der DDR in höchste Gefechtsbereitschaft versetzt. Piloten saßen in den Cockpits, die Motoren liefen und sie hatten Atombomben an Bord. Die Piloten sollen Atombomben auf Ziele in Westdeutschland werfen. Die Sowjets glauben an einen bevorstehenden Angriff des Westens. Dabei handelt es sich, wie sich später herausstellt, nur um ein harmloses NATO-Manöver. Ein gefährlicher Irrtum. Washington bricht die Übung sofort ab. Damit ist die Katastrophe abgewendet und der Frieden gewahrt. Das größte Verdienst der Spione mit Lizenz. Im nächsten Fall geht es um eine Falschmeldung und ihre Folgen. Die Bundesrepublik Ende der 60er Jahre. Die Stones erobern die Charts. Eine Jugend außer Rand und Band. Die DDR-Führung hält dagegen. Doch der westliche Einfluss macht auch vor Staatsfeiertagen nicht Halt. Das war kurz vorm Jahrestag, 20. Jahrestag der DDR. Und im Studio saß der Kai Blömer und der hat immer rumgeflaxt. Die Westberliner RIAS-Sendung Treffpunkt ist Kult bei vielen Jugendlichen in der DDR. Treffpunkt war die Sendung damals, die jeder gehört hat, der wissen wollte, was in der Beatmusik angesagt war. Eine Provokation für das DDR-Establishment. 1969, kurz vor dem Jahrestag, erlaubt sich Moderator Kai Blöme einen Jux. Und das nahm der Kai zum Anlass zu sagen, dass die Stones zum Jahrestag der DDR auf dem Springer-Hochhaus auftreten würden. Und ich bin dann sofort reingegangen und habe zu ihm, ob er völlig verrückt geworden ist, ob er sich eigentlich überlegt, was er mit so einer Bemerkung anrichtet. Das Dementi verhallt ungehört. Erstmal gab es natürlich einen unheimlichen Buschfunk. Die Gammler, also sprich die Beatfans, die sich irgendwo öffentlich outeten, indem sie entsprechende Frisuren und Kofferradios trugen und zusammenstanden in kleinen Gruppen, die flüsterten sich das natürlich zu. Westberlin vier Jahre zuvor. Die Rolling Stones auf Konzerttournee. Die Fans kommen in Scharen, um sie zu sehen. Den DDR-Oberen gelten die Stones als Inbegriff westlicher Dekadenz, vor der man die Jugend bewahren muss.
Das Konzert auf der Waldbühne gerät außer Kontrolle. Die Fans randalieren. Unakzeptabel für die Hierarchen im Osten. Ich speziell war eine sogenannte Stones-Käthe, wie man das in der DDR nannte. Also ich habe dann auch meine Haare lang und glatt gehabt, mit dem Pony bis über die Augenbrauen, wie es damals von den Rolling Stones kreiert wurde. Und ich habe natürlich nicht mehr DDR-Schlager gehört, sondern nur noch Stones-Titel. Und das trug dazu bei, dass die sozialistische Lebensweise, die uns in der Schule eingetrichtert wurde, doch ganz schön konterkariert worden ist. Und guten Abend, die Damen. So, wollen wir mal die Sachen mit Musik tanzen? Anfang! Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. So klingt die ostdeutsche Antwort auf die Musikwelle aus dem Westen. Der sozialistische Unterhaltungstanz und die sogenannte Singbewegung. Sie soll die Jugend an den Staat binden, doch die Rolling Stones bleiben gerade in der DDR populär. Wenn die in der DDR mal aufgetreten wären, dann hätten alle Jugendlichen ihren Honecker umarmt. Die Rolling Stones an der Mauer, ein Schreckensszenario für die Staatssicherheit. Werden sie wirklich kommen? Niemand weiß Genaues. Erste Gegenmaßnahmen werden ergriffen. Meine Schule, die direkt in Sichtweise des Springer-Hochhauses stand, die wurde gesperrt für die Schüler. Die Polizei bewacht die Zufahrtsstraßen und Bahnhöfe rund um Ost-Berlin. Verdächtige Jugendliche werden abgefangen und nach Hause geschickt. In den Zug gesetzt, Tür vor der Nase zu und Sie fahren jetzt zurück nach Frankfurt oder wenn wir Sie hier nochmal erwischen, hat das persönliche Konsequenzen für Sie. Halten Sie den Mund, fahren Sie nach Hause. Dennoch gelangen viele Jugendliche ins Zentrum von Ost-Berlin. Sie wollen die Stones sehen und hören, um jeden Preis. Die Polizei nimmt Hunderte von ihnen fest, wegen eines Konzertes, das nicht stattfindet. Für die Jugendlichen, die damals aufgegriffen wurden, hatte das scharfe Konsequenzen. Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, aber das galt als feindlicher Akt gegen den Staat, dass man die Rolling Stones hören wollte. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Der nächste Fall erzählt von einem schmutzigen Deal zwischen Ost und West. Ende der 60er Jahre sind die Gefängnisse der DDR voll mit politischen Häftlingen. Einer von ihnen ist Bob Barra. Er muss 3 Jahre absitzen. Nach nur einem Jahr erhält er ein überraschendes Angebot. Wir haben Ihre Frau gefragt, ob sie möchte, dass sie entlassen werden und nach Hause kommen. Und da hat ihre Frau gesagt, ja, das möchte ich. Und nun möchten wir sie fragen, möchten die das auch? Und da habe ich gesagt, ja, das möchte ich auch, weil schließlich 2 Kinder da und eine junge Frau. Barra erfährt erst später, dass er von der Bundesregierung freigekauft wurde. Die bundesdeutschen Behörden haben für diese Art Handel eine beschönigende Umschreibung. Damals hieß das, besondere Bemühungen der Bundesregierung im humanitären Bereich. Ziel ist, möglichst viele politische Häftlinge aus den Gefängnissen zu holen. Viele sind im Zuchthaus, weil sie aus dem Arbeiter- und Bauernstaat fliehen wollten. Von 1963 bis 1989 läuft der Deal. Der Menschenhandel spült rund 3,4 Milliarden D-Mark in die Kassen der DDR. Ein faires Geschäft zwischen ehrlichen Partnern? Die Bundesbehörden vertrauen darauf. Aber alle diese Vereinbarungen sind peinlich genau eingehalten worden. Tatsächlich wird ein großer Teil der Freigekauften in die DDR entlassen, angeblich auf eigenen Wunsch. Oft wissen die Gefangenen nicht, dass sie die Wahl haben. Häufig lautete die Frage dann bei dem Entlassungsgespräch nur,
was wollen Sie denn machen, wenn Sie entlassen werden? Wo wollen Sie denn hingehen? Und viele haben dann in Unkenntnis dieser Freikaufsoption geantwortet, ich möchte natürlich zurück zu meiner Familie. Mithäftlinge werden auf Bob Barra angesetzt. Sie geben scheinbar wohlmeinende Tipps. Mit uns hat von der Gefängnisleitung niemand gesprochen. Bis dahin. Aber Mitgefangene, die sagten, du wirst hier irgendwann mal gefragt, ob du in den Westen willst. Ich bin vor einem Jahr gefragt worden und habe gesagt, ja, ich will in den Westen. Und da bin ich sofort zurückgekommen nach Bautzen II. Also es waren so Provokateure jetzt, wenn ich das jetzt so sehen würde. Ungefähr 40% der Freigekauften werden in den DDR-Alltag entlassen. Oft wissen sie gar nicht, dass sie freigekauft wurden. Die bundesdeutschen Behörden haben meist keine Möglichkeit, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Bei den Häftlingen, die in die DDR entlassen worden sind, war diese Kontrollmöglichkeit so natürlich nicht gegeben. Und das war dann gleichzeitig ein Einfallstor für Betrugsmöglichkeiten seitens der DDR. Hat die unter chronischer Devisennot leidende DDR beim Häftlingshandel geschummelt, um die Kassen aufzufüllen? Der Historiker Jan-Philipp Wölbern hat bei seinen Recherchen den Betrug aufgedeckt. Es gibt Notizen aus dem Büro des damals in der Staatssicherheit dafür zuständigen Offiziers, wo ganz explizit drin steht, dass man dem Westen Häftlinge verkauft hätte, die schon entlassen worden waren, dass man sogar erfundene Personen ihm habe unterschieben können. Möglich ist das durch die Heimlichtuerei auf beiden Seiten. Auch die in den Westen Entlassenen werden von der Stasi zum Stillschweigen verpflichtet. Man hat mir mitgeteilt, dass ich nicht länger würdig bin, in der Deutschen Demokratischen Republik zu leben, als feindlich negatives Element. Ich muss raus. Ich habe auch unterschrieben, dass ich zu keiner Zeit und an keinem Ort jemals über dieses Thema sprechen werde. Im Westen tauchen erst später Bilder von den Transporten in die Freiheit auf. Die Presse hatte sie auf Bitten der Bundesregierung lange verschwiegen. Noch in den 70er Jahren bekommt der Fotograf Karl-Heinz Prunk Ärger mit dem Bundesgrenzschutz, weil er diese Aufnahmen gemacht hat. Und dann haben sie mich da also festgehalten. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Sie können mich hier nicht einfach festhalten. Ich bin in der Bundesrepublik Deutschland und ein freier Bürger und Sie können mich doch nicht festhalten. Doch, hat der Diensthabende gesagt, wegen Behinderung einer Amtshandlung. Mein Auftreten würde eine Amtshandlung behindern. Die DDR ist notorisch klamm. Das merkt man am Lebensstandard. In den 80er Jahren befürchten die bundesdeutschen Behörden, dass viele Menschen nur eingesperrt werden, damit der Westen sie freikauft. Die Sorge scheint berechtigt. Es gibt Hinweise in MFS-Akten, vor allen Dingen eine Rede von dem zuständigen Stasi-Offizier, der sinngemäß sagt, es geht um Devisen für unsere Republik, die wir schnell und in möglichst großer Höhe benötigen. Und zu diesem Zweck sollen eigene Vorschläge gemacht werden für Häftlinge, die eben entweder zu verhaften oder dann zu verkaufen wären. Der Handel mit Häftlingen war zweifellos ein anrüchiges Geschäft. Hätte man darauf verzichten sollen? Der Freikauf mag das System gestärkt haben, sagt man ja. Aber wir sind freigekommen. Doch es bleibt Erpressung mit den Gefangenen als Geiseln. Erst mit dem Fall der Mauer nach 26 Jahren ist der Spuk endlich vorüber. Im nächsten Fall wird ein lang herbeigesehntes Fußballspiel zum Politikum. Herbst 1973, Fußball-Europapokal. Zum ersten Mal kommt es zum deutsch-deutschen Duell. War schon so ein Kräftemessen von zwei Systemen. Bundesliga-Champion Bayern München spielt gegen DDR-Meister Dynamo Dresden. Ein Traumlos für die Fans. Ein Albtraum für die Staatssicherheit. Nach der Auslosung gilt sofort höchste Alarmbereitschaft. Stasi-Chef Mielke persönlich startet die Aktion Vorstoß. Im Kalten Krieg wird das Match gegen die Bayern zum Politikum.
der Staatssicherheit ging es darum zu vermeiden, einmal natürlich Republikflucht, dass sich Spieler absetzen oder aber, dass sich Zuschauer, also Touristendelegationen absetzen. Und zum Zweiten, es sollten Kontakte vermieden werden zu westdeutschen Journalisten. Und deswegen hat man einen riesigen Apparat aufgebaut an Sicherheitskräften, um Dresden sturmfest zu machen. Dynamo ist das Aushängeschild des DDR-Fußballs. Ein letztes Briefing vor dem Spiel gegen den Klassenfeind. Das ist natürlich klar, dass die Mannschaft auch eingewiesen wurde in die Brisanz der Begegnung, die ja politisch unheimlich hoch angesehen war. Die Stasi überlässt nichts dem Zufall. Mehrere Spieler hat sie als inoffizielle Mitarbeiter angeworben. Die sollen vor allem aufpassen, dass sich im Westen niemand absetzt. Man hat eben sagen wir, innerhalb des Systems gelebt und dann wusste man das eben so, wie es war, hat man es akzeptiert. Die SED beschließt, eine Touristendelegation zum Hinspiel nach München zu schicken. Linientreue Parteigenossen, verdiente Werktätige. Keine Fußballfans. Jeder ist von der Stasi genau durchleuchtet. Im Olympiastadion sehen die Reisekader aus dem Osten ein turbulentes Spiel. Zweimal geht Dynamo in Führung und verliert am Ende unglücklich mit 3:4. Wir haben ein Resultat gemacht, was eigentlich alles öffentlich ist. Ne? Und aus dem Grunde waren wir zwar schon enttäuscht über die Niederlage, aber wir hatten alle die Hoffnung, dass wir eine Runde weiterkommen. Für die Stasi zählt nur eins. Spieler und Zuschauer sind vollzählig aus dem Westen zurückgekehrt. Nun beginnt die heiße Phase der Aktion Vorstoß. Hunderte Stasi-Mitarbeiter schwärmen aus, um feindlich negative Tendenzen schon im Keim zu ersticken. Auch die Kartenverteilung für das Rückspiel wird vom MFS gesteuert. Nur 8000 Tickets kommen in den freien Verkauf. Die Lage spitzt sich zu. An den Vorverkaufsstellen haben sich die Menschen schon am Abend um 22 Uhr hingestellt, mit Schlafsack und so weiter. Es gab dann nachts um zwei chaotische Situationen. Die Polizei musste einschreiten, weil immer mehr Leute kamen. Und morgens um 9:30 waren die Karten alle verkauft. Doch auch wer ein Ticket ergattert, darf noch längst nicht zum Spiel, wie die Stasi-Akten zeigen. Ein Mann aus Dresden äußerte, dass er dem BRD-Spieler Müller zurufen will: Müller, nimm mich mit nach der BRD. Die Eintrittskarte wird eingezogen. Drei Lehrlinge brachten offen ihre Sympathie für die BRD-Mannschaft zum Ausdruck. Eintrittskarten wurden eingezogen. Vor dem Interhotel in Dresden wollen die Fans wenigstens einen Blick auf die Weststars erhaschen. Doch die kommen nicht. Offizieller Grund: Akklimatisierungsschwierigkeiten. Der Höhenunterschied zwischen München und Dresden sei zu groß. Tatsächlich fürchten die Bayern leistungshemmende Mittel im Essen. Erst am Spieltag selbst treffen sie in Dresden ein und verschwinden sofort im Hotel. Damit spielen sie der Stasi in die Karten, die alle Kontakte zwischen Ost und West unterbinden will. Dresden gleicht jetzt einer belagerten Stadt. Das Stadion ist weiträumig abgeriegelt. Mehr als 3000 hauptamtliche Stasi-Leute sind im Einsatz. Dazu tausende inoffizielle Mitarbeiter sowie Volkspolizisten und Ordnungskräfte. Im Stadion kommt schließlich auf 5 Zuschauer ein Stasi-Mann. Und das Interessante war, das war eigentlich der erste massive Auftritt des MFS im Zuschauerbereich, dass diese MFS-Mitarbeiter sich unterschieden. Einmal durch die Kleidung, die waren also nicht wie Fußballfans gekleidet, und vor allen Dingen dadurch, dass sie Bananen gegessen haben. Und wer hat schon damals in der Zeit in Fußballstadien Bananen gegessen? Auch dieses Spiel ist an Dramatik kaum zu überbieten. Die Bayern gehen früh in Führung, doch Dynamo dreht das Match. Das 3:3 von Gerd Müller verhindert die Sensation. So will man eigentlich Fußballer leben. Aus dem Grunde bleibt auch der Fußball oder dieses Spiel besonders in den Köpfen hängen. Ne? Die Stasi wertet die Aktion Vorstoß als vollen Erfolg. Sie wird zur Blaupause für alle Europapokalspiele gegen Westclubs. Dresden war nur der Auftakt und es wurde dann immer präziser, immer umfangreicher wurden die Sicherheitsmaßnahmen. Und einen freien Verkauf, wie es 1973 noch gegeben hat, also 8000 Karten, die dann ratzbatz weg waren, den hat es dann überhaupt nicht mehr gegeben. Der Sicherheitswahn der Stasi.
Er bestimmt auch den Fußball in der DDR. Bis zuletzt. Der nächste Fall zeigt, wie man sich geschickt der eigenen Vergangenheit entledigt. Das Konzentrationslager Sachsenhausen. Der richtige Ort für Vereidigungen? Ich schwöre! Ich schwöre! Der Deutschen Demokratischen Republik! Der Deutschen Demokratischen Republik! Meinem Vaterland! Meinem Vaterland! Allzeit treu zu dienen! Allzeit treu zu dienen! Rituale, die an dunkle Zeiten erinnern. Dabei gibt sich die junge DDR betont antifaschistisch. Viele Verfolgte des Nationalsozialismus fühlen sich aufgehoben in dem neuen Staat. Doch es gibt auch jede Menge Mitläufer des alten Regimes. Nicht jedem gefällt das. Bei uns in der Straße war ein SA-Blockwart ein ganz gefürchteter Mensch, der Leute ins KZ gebracht hat. Das war mein erster Fall. Dieser Mensch ist nach 45 war verschwunden, tauchte dann wieder als SED-Funktionär auf und leitete ein Lokal der Nationalen Front. Den Mann habe ich hochgehen lassen. Und dann sind aber zwei SED-Mitglieder zu mir gekommen und haben gesagt, mein lieber Junge, gib mal Ruhe. Wer Nazi war, das bestimmen wir hier in der DDR. Tatsächlich ist die SED die erste Partei in Deutschland, die ehemalige NSDAP-Mitglieder aufnimmt, sofern sie nur sogenannte nominelle Mitglieder waren und ihnen keine Verbrechen vorgeworfen werden. Nominelle Nazis sitzen schon beim zweiten Parteitag in den Reihen der Delegierten. Großes Werk gedeiht nur durch Einigkeit. Wer von denen sozusagen ehrlich auf unsere Seite überwechselt, wer also bereit ist, auch ohne Wenn und Aber, Zweifel sollte es da möglichst nicht geben oder nachfragen, das sowjetische Gesellschaftsmodell des Sozialismus hier in der DDR zu verwirklichen, der ist praktisch dann auch sowas wie ein Antifaschist. Pragmatismus ist angesagt in Nachkriegsdeutschland. Wie die Bundesrepublik steht die DDR vor der Frage, wie sie mit den vielen Menschen umgehen soll, die nach der Niederlage der Nazis angeblich dazugelernt haben. Entsteht ein Gemisch. Ist dabei nur Opportunismus oder ist dabei auch eine Öffnung, die berechtigt und notwendig war? Will man sozusagen einen ganzen Teil eines Volkes aussortieren, ausgliedern? Da das auch im Westen geschah und scheinbar bei uns nur die Guten blieben, war das dann auch immer ein Teil von Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Die DDR-Führung propagiert eine neue Gesellschaft, eine bessere als im Westen. Die lästige Vergangenheit schüttelt sie ab und mit ihr den Kapitalismus, in dem sie die Wurzel allen Übels sieht. Dass noch immer ehemalige Nazis in der DDR leben, wird totgeschwiegen. Diese Leute gab es offiziell gar nicht. Es gab 12 Millionen NSDAP-Mitglieder in Deutschland. Und die waren auf irgendeine geheimnisvolle Weise nach 1945 alle in den Westen geflüchtet. Und 1952 gab Walter Ulbricht bekannt, wir bauen den Sozialismus auf, wir haben gar keine Nationalsozialisten. Bedenkenlos greifen die DDR-Oberen auf alte Traditionen und Rituale zurück, bei der Jugend und beim Militär. Die Uniformen der Nationalen Volksarmee entsprechen, im Gegensatz zu den amerikanischen Uniformen der westdeutschen Söldner, den nationalen Traditionen unseres Volkes. Die steingraue Dienst- und Paradeuniform der Landstreitkräfte. Die Rangabzeichen entsprechen deutscher Überlieferung. Der Kult ums Militär wird jetzt als antifaschistisch verklärt. Wenn man sich als junger Mensch zur Armee freiwillig meldete oder die Offizierslaufbahn einschlug, dass das eben die beste Art sei, das Vermächtnis der Antifaschisten auch zu erfüllen, indem man also den sozialistischen Staat vor allen Angriffen von außen eben bereit war zu schützen. Und dazu gehörte, dass die benachbarte Bundesrepublik eben als faschistisch eingestuft wurde und dass das ganze Erbe, die ganze Last der Vergangenheit auf diesen bundesrepublikanischen Staat geschoben wurde. Eine schlichte Losung, die immer wieder gerne zitiert wird.
wie bei der Gedenkfeier am KZ Buchenwald. Heute, da in unserer westdeutschen Heimat der Faschismus sich wieder formiert, die Militaristen uns mit dem Atomtod bedrohen, geloben wir Treue dem Schwur der Widerstandskämpfer von Buchenwald. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN gilt im Westen als kommunistische Tarnorganisation. Selbst in der DDR wird der unbequeme Verein misstrauisch beäugt und 1953 aufgelöst. Als Kind eines Nazi-Opfers setzt Bernd Heller auch weiter die Arbeit fort. Mein Thema war, wie viele Nazis sind beispielsweise im Bundestag in den 50er Jahren und wie viele Nazis sind eventuell bei uns in der Volkskammer. Natürlich keine, glaubte ich. Als ich aber feststellte, mit den VVN-Leuten zusammen sind ungefähr 1956 42% der Volkskammerabgeordneten ehemalige NSDAP-Mitglieder sind, da wurde uns dann allen schlecht. Bernd Heller stößt mitten in ein Wespennest. Das geht den DDR-Oberen dann doch zu weit. 1965 wird er verhaftet und verurteilt, obwohl oder weil er im Recht ist. Paragraph 19 damals, das ist staatsgefährdende Propaganda und Hetze, weil ich behauptet habe, dass es in der Deutschen Demokratischen Republik an verantwortlicher Stelle Nazis gibt. Der Gründungsmythos der DDR lebt auch weiterhin von der Mehr der antifaschistischen Helden- und Arbeiterbewegung. Ein Propagandatrugbild, das noch lange wirkt. Im nächsten Fall dreht sich alles um Wildwestromantik, Made in Germany. Es ist nicht Alabama oder Arkansas. Und die Tanzenden sind auch keine Apachen oder Irokesen. Sie sind Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Zu DDR-Zeiten, da brauchte ich einfach irgendwas, wo ich ausbrechen konnte. Aus dem Ganzen. Sie alle verbindet eine ungewöhnliche Leidenschaft. Welchem Stamm gehören Sie an? Den Stamm der Mandanen. Wo sind die zu Hause hier bei uns? Am oberen Missouri-Gebiet, sonst ja, auch in Leipzig. In Leipzig. Schillernde Exoten im real existierenden Sozialismus. Wir hatten einen Auftritt vor der SED-Kreisleitung und ich habe dann endlich den Satz geprägt, wir Roten müssen zusammenhalten. Die Stasi hat die Indianer da längst im Visier. In fast jedem Stamm gibt es einen Zuträger. Informelle Mitarbeiter heucheln Interesse an der Indianerkultur und erschleichen sich so das Vertrauen ihrer Zielpersonen. Unter Generalverdacht Bestsellerautor Karl May. Karl May galt in der sowjetischen Besatzungszone und dann der jungen DDR als Lieblingsautor von Adolf Hitler. Er galt als kitschiger Autor. Erste Indianervereine gibt es schon in den 50er Jahren in der DDR. Exoten, die sich ausgerechnet für die Kultur des Klassenfeindes interessieren. Doch die Wildwestromantik lässt sich auf Dauer nicht unterdrücken. In der DDR musste man letztendlich im Zeichen des Kalten Krieges halt auf diese Karl-May-Welle, auf diese Popularität dieses viel geschmähten Mannes halt irgendwie reagieren und wollte dem Ganzen einen authentischen Western entgegensetzen, in dem der Indianer der Held ist. Man nannte es deshalb halt auch Indianerfilme. Wir bitten dich, heiliges Geheimnis, wie es unsere Väter und die Väter unserer Väter taten, dass du uns Nahrung gäbest und Frieden. Und natürlich waren ein paar Genossen, denen es gar nicht so gut gefallen hat, Indianerfilme zu zeigen. Weil sie sagten, sollen wir da mit Indianern hier, wir haben ganz andere Themen, die für uns wichtig sind. Und dann hat sich sogar der Walter Ulbricht damals den Film bestellt und wollte auch genau sehen, was sehen die Leute, so freiwillig gehen sie ins Kino und so viele. Hat sich den Film angeguckt und dann hat er gesagt, nö, wer ist er? Premiere in Leipzig. Auf der Sommerblumenwiese des Aberparkes sind Tippis, Indianerzelte aufgebaut. Eine ganze Generation im Wildwestfieber. Zudem sich 14 Clubs, Arbeits- und Interessengemeinschaften aus der aktuelle Kamera berichtet. Einen Stammestanz zeigen die Waldland-Indianer des Zirkels aus Brandenburg an der Havel. Einer von 43 Indianerclubs in der DDR. Dazu Schauvorführungen über das indianische Leben durch die Interessengemeinschaft Triptis, der Tanz um die Friedenspfeife, der viel Beifall erhält. Ich glaube, das ist das Spannende an dieser Szene, dass diese Szene letztendlich so ein Mikrokosmos der DDR ist. Also über die verschiedensten Schichten, vom Maurer bis zum Arzt, vom NVA-Offizier bis zum Dissidenten.
Doch zum Kosmos DDR gehört auch die Stasi. Als Mitglieder seines Vereins 1984 die US-Botschaft besuchen, um beim Klassenfeind Indianerbücher zu studieren, stellt das MFS Jörg Dicke zur Rede. Als SED-Mitglied fühlt er sich seinem Staat verbunden. Da wurde dann uns die Frage gestellt, ob wir also die Hilfe des sozialistischen Staates in Anspruch nehmen wollen oder die der anderen Seite. Und da habe ich überreagiert und habe eben diese SED-Linie massiv vertreten, was nicht unbedingt gut war und auch nicht unbedingt richtig. So in diesem Wechselbad der Gefühle, was machst du? Man lebt dann in dem Staat und wollte sich auch nicht mit dem Staat überwerfen. Und irgendwo hat man es ja auch damals so gesehen, dass es ja schon der Klassenfeind ist. Hartmut Felber begibt sich auf Spurensuche in der Stasi-Unterlagenbehörde. Der Hobby-Indianer hatte sich für die Umwelt eingesetzt. Bis zu 4 IM waren deshalb auf ihn angesetzt. Mehr als 800 Akten zeugen von der Bespitzelung. Ich hätte es auch menschlich überhaupt nicht begreifen können, ja, weil wir waren wirklich alle sehr enge Freunde und haben uns auch unwahrscheinlich vertraut. Ja. Und dass die Vermutung, dass da einer dann dieses Vertrauen missbraucht, hätte ich nicht gedacht, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Eines haben die Rothäute im Wilden Osten gelernt. Indianer ist man vor allem im Herzen. Der nächste Fall verrät, was der mächtigen SED-Elite wirklich wichtig war. Berlin, Hauptstadt der DDR, Sitz von Regierung und Parlament. Doch die haben nichts zu sagen. Die Beschlüsse fasst ein anderes Gremium. Das Politbüro des Zentralkomitees der SED, ein entrückter und gleichzeitig allmächtiger Verein. Das Politbüro war so fern wie der Mond ungefähr. Man bekam ja diese Leute nicht zu sehen. Und wenn, dann höchstens mal so als durchrasende Wagenkolonne. Aber die Beschlüsse dieses Politbüros, die haben natürlich tief ins Leben eines jeden Jugendlichen in der DDR eingegriffen. Also der Beschluss, dass man Jeans nicht tragen soll. Oder wie lang die Haare zu sein haben, wie kurz die Röcke sein dürfen. Das Politbüro gibt nicht nur die großen Linien der Politik vor. Es entscheidet über Leben und Tod von Angeklagten, noch bevor ein Richter sie zu sehen bekommt. Und es mischt sich ein in noch so unwichtige Angelegenheiten, wie ein ehemaliger Bezirkssekretär feststellt. Später habe ich erlebt, dass das Politbüro darüber entschieden hat, wie das mit den Frauenbinden ist, wie das mit Zigaretten ist, die nicht ausreichend im Handel zur Verfügung stehen. Da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, welche Gewichtung bleibt eigentlich zwischen der grundsätzlichen Führung, sowohl einer Partei als auch des Staates, und dem, was eine Führung eigentlich überhaupt nicht auf ihren Tisch ziehen sollte. Die Protokolle des Politbüros erscheinen zuweilen wie ein Stück aus dem Tollhaus. Bedeutungslose Kleinigkeiten werden auf höchster Parteiebene beschlossen. Besonders wichtig die Vorbereitungen für Walter Ulbrichts Geburtstag im Frühjahr 1953. Fünfmal stehen sie auf der Tagesordnung. Beim sechsten Mal vermerkt das Protokoll lakonisch, die Beschlüsse seien aufgehoben, die Vorbereitungen würden abgebrochen, der Grund, der Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Auch beim Thema Sowjetunion werden die Herren hellhörig. Jeder Kontakt, jede Reise zum Großen Bruder ist Thema im Politbüro. Jedes noch so spezielle Detail wird akribisch notiert und archiviert. Bürokraten unter sich. Ich glaube, da spielt eine Rolle, wer ist wie vertrauenswürdig. Und das, glaube ich, erklärt vor allem auch die Kleinsinnigkeit, die es in diesen Fragen gegeben hat. Misstrauen gegenüber dem Parteifreund erscheint angebracht. Bei Machtkämpfen in der Parteielite entscheidet allein die Rückendeckung der Sowjetunion. Und Machtkämpfe gibt es genug. Eigentlich ist auch dabei das Zentralkomitee höchstes Beschlussgremium der Partei. Aber was hat das ZK noch zu sagen? Es
gibt im Sommer eine Tagung des Zentralkomitees, da gibt es den Bericht des Politbüros. Eine Tagesordnung außerhalb des Berichtes gibt es nicht. Und es gibt im November, Anfang Dezember eine Tagung des Zentralkomitees. Dort trägt der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission den Plan des nächsten Jahres vor, den bestätigt das Zentralkomitee. Regierung und Parlament sind kaum mehr als willfährige Marionetten. Sie müssen umsetzen, was andere beschlossen haben. Entscheidungen, bevor sie im Ministerrat getroffen werden, werden erst im Politbüro beraten. Sogar die Frage, welche Rolle Buchhalter in volkseigenen Betrieben einnehmen sollen, beschäftigt die Parteioberen. Landwirtschaft im Allgemeinen, der Kampfplan für die Zuckerrübenernte, die Rücklieferung von Zucker an die Rübenbauern oder das Angebot von Kartoffeln auf dem Land, all das wird besprochen. Und dann ist da noch die Kultur. Das Politbüro mischt sich auch da in jede Kleinigkeit ein und übt kräftig Zensur. Sein Bannstrahl trifft die Lektorin Vera völlig überraschend. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass dieses Berufsverbot von Egon Krenz persönlich angeordnet wurde, Egon Krenz war damals der Chef für Sicherheitsfragen im Politbüro, dann hätte ich dem das nicht geglaubt. Ich habe aber genau das später in den Akten aus dem Büro Krenz lesen können und fand das völlig absurd, dass sich das Politbüro mit einer kleinen Lektorin eines winzigen Verlages der DDR persönlich beschäftigt. Die Protokolle des Politbüros dokumentieren den verzweifelten Versuch, an der Macht zu bleiben, solange es geht. Ja, das lag schon in der Logik des Systems, denn sie wollten alles unter Kontrolle haben. Das klingt heute alles vollkommen absurd, war aber damals deren Sicht völlig logisch. Das Politbüro herrscht und lässt sich feiern, bis das Volk genug von ihm hat. Der Hang der Politik, sich in Debatten zu verstricken, die weit weg vom wirklichen Geschehen sind, war allerdings kein singuläres Exklusivmerkmal der DDR-Führung. Jüngst kam es im Berliner Bundestag zu einem, wie es hieß, Krawattenkampf. Eine hitzige Debatte über das bedeutende Problem, ob Schriftführer im Parlament Krawatte oder wenigstens so wörtlich dementsprechendes zu tragen hätten, um die Würde des Gesetzgebers zu wahren. Denn ansonsten haben wir keine Sorgen. Bleiben Sie uns treu. Nächstes Mal in History: königliche Begegnungen, geheime Allianzen, große Gefühle, die Windsors in Deutschland. Mehr Geschichten hinter der Geschichte im Buch zur Reihe, das im Handel erhältlich ist. History: Geheimnisse der Geschichte.